Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unseren Perspektiven 2022. Markus Fitz hat es erwähnt, das zweite Thema heute Abend wird sein Inflation. Und Inflation ist ja gerade für die deutsche Gesellschaft ein sehr wichtiges Thema, auch historisch bedingt, wenn man den Ökonomen mal Glauben schenken darf. Und wir haben ja auch mit der Bundesbank eine sehr bekannte Institution, die auch in diesem Bereich legendär geworden war. Bewusst vielleicht auch dieses war, weil sie hat natürlich mittlerweile nicht mehr so viel zu bestimmen. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben über die Inflation, über die Situation darüber, aber auch ein paar Hintergründe mitgeben, sodass wir gemeinsam einen Ausblick machen werden und uns eine gewisse Orientierung hier verschaffen können. Überall, wo Sie hingehen, beim Einkaufen, beim Häuserbauen, beim Föhnen, werden Sie bemerkt haben, die Dinge werden einfach teurer. Und wenn man einmal auf die offiziellen Zahlen guckt, dann ist im Euroraum oder in Deutschland eine Inflationsrate, die um die 5 bis 6% geht. In Amerika um die 7%. Und tatsächlich hat die Fed gestern auch gesagt, sie könnte ein Überschießen darüber. Also ist erwartbar. Und deswegen wird sie auch einige Handlungsalternativen prüfen und womöglich diese sehr, sehr bald, spätestens im März, so wie es gerade aussieht, in Form einer Zinserhöhung auch umsetzen. Wieso haben wir so eine Inflation, die wir jahrelang ja nicht hatten? Sie kennen das Thema Corona. Ja, wir haben eine überspitzte Nachfragesituation, die auf eine sehr gestörte Angebotssituation trifft. Und dann entsteht etwas, was eben entsteht, wenn da kein Matching da ist auf einer Ebene, die Preise steigen. Soweit so gut das Thema ist oder die Frage ist, ist das alles? Ist die Corona-Krise schuld an der ganzen Inflation? Dazu wollen wir einfach mal gucken, was macht man üblicherweise denn, wenn in einer Ökonomie Inflation auftritt oder droht aufzutreten? Das ist vor allem Sache der Zentralbank. Die Zentralbank ist für Preisstabilität zuständig, hat üblicherweise auch ein Inflationsziel. Das ist im Euroraum um die 2%. Und wenn sie Gefahren sieht, was macht sie? Sie erhöht die Zinsen, sie erschwert die Kreditvergabe und macht im Grunde durch diese Art und Weise das Konsumieren schwieriger und die Nachfrage wird dadurch abgesenkt. Was macht die EZB? Tut sie das? Nein, sie tut es nicht. Und wieso tut sie das nicht? Das ist die große Frage. Wir haben immer noch ein Tagessatz von minus 0,5% tatsächlich, bedeutet eine Realrendite für Leute, die ihr Geld auf dem Konto haben, mittlerweile bei minus 6%. Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Die EZB ist getrieben von einer Sache, die ein bisschen in den Hintergrund geraten ist durch Corona. Ich glaube, das ist einigen Teilnehmern gar nicht so unrecht gewesen. Die Schuldenkrise, wir erinnern uns, die ist mittlerweile 15 Jahre alt, begann 2007, 2008 mit der sogenannten Subprime-Krise. Manche Landesbank wird sich hier erinnern. Ging dann über auf die Banken und dann auf die Staatsanleihen oder Staaten besser gesagt. Und in dieser Zeit wurde auch ein Wort kreiert, das Sie wahrscheinlich alle kennen, QE, Quantitative Easing, ein englischer Fachbegriff für den Umstand von Sondermaßnahmen der Zentralbanken. Und die EZB hat gut zugegriffen, hat die Zinsen gesenkt, hat viel Liquidität geschafft und im Grunde, um erstmal aus dieser Krise zu kommen, viele Kollateralschäden oder Effekte sind aufgetreten. Sie kennen das, Immobilienpreise gehen nach oben. Wir hatten vorhin das Thema einer effizienten Allokation. Das wird erschwert, weil man im Grunde zu viel Geld im Markt hat und gar nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Aber es gab keine Inflation. Die haben wir jetzt. Die haben wir durch Corona tatsächlich erhalten. So gesehen ist Corona ein Katalysator für die Schuldenkrise oder für die Inflation eben. Wenn Sie mal betrachten, die Fed hat in den ersten 6 Wochen der ersten Corona-Zeit, also beginnend im März 2020, ihre Bilanz tatsächlich verdoppelt. Das ist genauso viel, wie sie seit der Schuldenkrise in 2007 bis 2020 getan hat. Man kann sich vorstellen, was das für enorme Mengen sind an Liquidität, die da im Markt sind. Die Geldmenge ging ungefähr um 40% nach oben. Das sind natürlich gewaltige Beträge. Und was ist dann passiert? Klar, QE,
ist ein tolles Ding. Man muss nicht viel machen, man kann Geld drucken und hilft ziemlich, und es hilft einem ziemlich schnell aus der Krise. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, auf diesem Umweg Corona ist im Grunde dieses alte Thema in der Mitte der Gesellschaft angelangt. Ja, Sie wissen das. Vorher hatten im Grunde die Anleger eher das Problem, von der Zentralbankpolitik oder unter der Politik zu leiden. Tiefe Zinsen, man wusste nicht, was man mit dem Geld macht. Jetzt trifft das auch den Konsumenten, der vielleicht vorher nicht so viel Geld hatte zum Anlegen. Also, wir haben eine Eskalation der Staatsschuldenkrise. Es wird immer schwieriger, glaube ich, aus dieser Ecke rauszukommen. Die gute Nachricht, es ist jetzt, glaube ich, auch allen tatsächlich bewusst, dass dieses alte Thema des Euros immer noch ein Thema ist und natürlich uns in der nächsten Zeit auch begleiten wird. Wie reagiert die EZB? Die hat das Dilemma, auf der einen Seite ein politisches Konstrukt zu verteidigen, auf der anderen Seite aber Marktgegebenheiten zu berücksichtigen. Was sie macht, ist das, was man normalerweise in so einer Situation tut, man beschwichtigt. Ja, sie hat vor anderthalb Jahren gesagt, na gut, wir haben ein Inflationsziel, aber es ist auch okay, wenn man das übertrifft oder überzieht. Am Anfangszeit der Inflationszeit hat sie gesagt, na gut, temporär, das kann schon mal vorkommen. Als die Raten höher wurden, hat sie zugegeben, sie hätte sich geirrt und so weiter und so fort. Wir können da aktuell keine bessere Besserung oder Verhaltensänderung erwarten, sondern wir sind alle gespannt, auch an den Kapitalmärkten, wie es Frau Lagarde gelingen wird, um eine Zinserhöhung herumzukommen. Was heißt das für den Ausblick der Inflation? Ich denke, das interessiert Sie vor allem. Das Wort temporär ist oft gefallen in den letzten Wochen, gerade von Zentralbankseite. Wenn wir mal gucken, ich denke, im Bewusstsein der Menschen ist dieses Thema aufgekommen. Die Basis ist da. Wir haben eine maßlose Überziehung von Liquidität an den Märkten oder im Markt. Haben immer noch sehr, sehr niedrige Zinsquoten. Zudem kommen Themen ins Spielfeld, die auch der Carsten Mumm genannt hat. Energiewende muss sein, langfristig, das wissen wir alle, aber die wird nicht umsonst sein. Und das ist ein sehr, sehr struktureller Effekt, der in unseren Augen die Inflation in den nächsten Jahren mit prägen wird. Es gibt aber auch andere Themen, wie, Sie kennen das, Abschottungen globaler Art, Themen wie Chinas Geschäftsmodell, dass man dort mehr konsumieren möchte und nicht nur für andere arbeiten möchte und so weiter und so fort. All das sind Entwicklungen, wo wir sagen, die Situation hat sich strukturell geändert und es könnte gut möglich sein, dass wir eine Zeit, ich will nicht sagen Dekade, aber wirklich eine strukturell erhöhte Inflationsentwicklung vor uns haben. So eine Entwicklung kreiert immer Gewinner und Verlierer natürlich. Wer sind die Verlierer? Ja. Vor 15, 12 Jahren wurde der Begriff Finanzrepression kreiert, besagt, der Markt drängt die Teilnehmer in eine Ecke, sodass sie da nicht mehr rauskommen und in dem Fall mit Minuszinsen auskommen können. Ich würde sagen, jetzt kommt so etwas wie eine Preisrepression dazu. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff gibt, ich habe ihn noch nicht gehört, aber besagt, es drängt den Menschen, der konsumiert, und das tun wir natürlich alle, und der vielleicht auch nicht die Möglichkeiten hat, in seine Investments auszuweichen. Diese Menschen werden Kaufkraft verlieren, natürlich. Realrenditen sind unten, kalte Progression ist ein Thema. Auf der Steuerseite, das sind die Verlierer. Wer ist der Gewinner? Ganz eindeutig, es ist der Staat. Nicht nur, dass die Steuern inflationiert werden tatsächlich, sondern auch die Realschulden fallen. Und man könnte auch so provokativ sagen, die Steuern werden ein Stück weit durch die genannte Repression abgelöst, was die Sache wahrscheinlich auch ein bisschen angenehmer macht für die Politik. Aber auch große Unternehmen können davon profitieren oder werden davon profitieren. Unternehmen, die im Grunde diesen Preisdruck weitergeben können strategisch. Unternehmen, und da kommt die Digitalisierung ins Spielfeld, die nicht so hohe Arbeitskosten haben. Das sind die Bereiche, die sicherlich strukturell
hier in Zukunft noch mehr profitieren werden. Welche Gefahren birgt diese Entwicklung? Ganz klar ein Wohlstandseffekt. Der Lebensstandard wird sehr, sehr wahrscheinlich fallen müssen. Und immer wenn Lebensstandards fallen, dann kreiert das Spannungen in der Gesellschaft. Verteilungskämpfe könnten initiiert werden und ultimativ auch zu gesellschaftlichen Spannungen und vor allem zu potenziellen Verwerfungen auch in der Politiklandschaft sorgen. Das haben wir in der Geschichte einige Male erlebt. Was macht der Staat? Der Staat tut das, was er immer gerne tut in der Krise. Er greift ein, sei es die Mietpreisbremse, sei es seines Subventionen. Man hört aber auch, dass aktuell gewisse Grenzen gesetzt werden sollen für den Transport oder für Transportpreise. Er greift ein und beschneidet im Grunde auf ökonomische Art und Weise den Liberalismus, den wir ja sehr, sehr lange hatten, der aber auch in den letzten Jahren, muss man sagen, vor allem durch die Finanzkrise mehr und mehr sich reduziert hat. Der ganze Bereich würde sicherlich einen ganzen Abend füllen, deswegen belassen wir das mal auf dieser Ebene. Mehr Eingriffe und des Staates können wir erwarten. Und aus der Historie wissen wir aber auch, dass das nicht unbedingt zur Optimalität beiträgt. Was sind Wege daraus? Wege daraus bedeutet, im Grunde kann man das runterbrechen auf die Frage nach der Eurokrise, nach der Staatsschuldenkrise. Und da wissen Sie, das ist natürlich ein großer Bereich. Da kommt die EU ins Spiel, da kommt dieses politische Projekt ins Spiel. Wenn man ganz streng ist, würde das bedeuten, man muss restrukturieren, deleveragen, sagt der Amerikaner. Das bedeutet, Kreditvolumina abbauen, Schulden abbauen, Zinsen hoch. Und das tut natürlich weh und das möchte niemand. Und tatsächlich geht ja auch der Kurs in eine ganz andere Richtung. Die Politik hat auch, muss man sagen, leise die Corona-Entwicklung dazu genutzt, um ein Projekt, was vorher sehr, sehr, sehr disruptiv diskutiert worden ist, nämlich einen gemeinsamen Haushalt, über gemeinsam ausgegebene Anleihen zu nutzen. 750 Milliarden stehen im Raum. Auch das kreiert natürlich Liquidität. Aber das geht nicht in die Richtung, um aus diesem Dilemma rauszugehen. Am Ende des Tages natürlich, je länger man das Thema vor sich hinschiebt und die Erwartung ist auch, dass der Druck natürlich größer wird und eines Tages, dann wird man gespannt sein, wird sich diese Spannung aufbauen. Niemand wird sagen können, was daraus wird. Sehr wahrscheinlich ist eben, dass man versucht, mit einer höheren Inflationsrate durch diese Zeit zu kommen, die Schulden real abzusenken, um dann irgendwann mal auf besseren Füßen zu stehen. Ob das gelingt, das steht tatsächlich in den Sternen. Für den Anleger, was bedeutet das, dass wir strukturell eine höhere Inflation haben werden? Ganz klar, das sind die Realinvestments, die hier eine große Rolle spielen. Auf der illiquiden Seite sind das immer noch die Immobilien, wenn sie nicht gerade sehr, sehr hoch bewertet sind. Auf der liquiden Seite, auch da hat sich nicht so viel geändert, sind das Aktien tatsächlich. Und vielleicht, was sich in Bezug auf Inflation möglicherweise ein Stück weit ändern könnte oder die Sicht wäre, ist, dass man eher auf große Unternehmen geht, dass man eher auf Unternehmen geht, die eine niedrige Kostenbasis haben, die nicht so arbeitsintensiv sind und die vor allem, das ist das Wichtigste, global aufgestellt sind. Wenn wir und diversifizieren heißt eben auch, in verschiedene Währungsräume zu gehen. Die verschiedenen Währungen sind auf verschiedenen Entwicklungsgraden unterwegs. Und es gibt gerade durch diese Disruption und die verschiedenen Arten von Zentralbankpolitiken immer wieder Gelegenheiten, von diesen Nutzen zu ziehen, von dieser Situation. Und das bedeutet aber auch, eben bewusst aus dem Heimatmarkt des Euros hinauszutreten und in die Welt raus zu diversifizieren. Thema Gold ist ein Zahlungsmittel oder ein Wertaufbewahrungsmittel, das sehr, sehr lange funktioniert hat. Und es gibt, glaube ich, keine Diskussion, dass das auch in Zukunft eine gewisse Relevanz hat, je nach Risikograd des Anlegers. Kryptowährungen oder der ganze Bereich Krypto, das ist tatsächlich so etwas wie eine Außenseiter
Chance. Wir stehen da nun vor einer gewissen Bereinigung. Das Thema Euro ist eben der Hauptgrund für die Kryptoanhänger, für die Hoffnung dieser Kryptoanhänger, dass eines Tages sowas wie eine Parallelwährung, und diese Ideen sind ja immer wieder mal diskutiert worden, vor Jahren schon, als Parallelwährung, als Alternative zum Euro steht. Auch das eine Chance, wo man, glaube ich, selektiv mindestens mal auf dem Radar haben muss und beginnen muss, sich darüber Gedanken zu machen und auch zu investieren. Wir werden in der Vermögensverwaltung diesen Aspekt aufgreifen und auch entsprechend in nächster Zeit, gerade bei diesen Bedingungen, uns also beginnen, dort zu investieren. Fazit: Die Inflation ist da und sie ist nicht da, um gleich wieder zu gehen. Ich glaube, damit muss man sich einfach zurechtfinden und damit muss man auch rechnen. Für den Konsumenten gibt es leider nicht so viele Auswegmöglichkeiten, für den Anleger sehr wohl schon. Wichtig ist eben diese Diversifikation und auch die Beibehaltung dieser strukturellen Idee, nämlich was profitiert vor allem in so einem Umfeld, und das sind in erster Linie die genannten Sachwerte wie Immobilien und auch vor allem Aktien. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank dir für deine Einblicke. Spannende Zeit, muss man wirklich sagen, vor allem auch die letzten Tage. Also der DAX kannte ja quasi eigentlich mittelfristig nur eine Richtung. Man kann natürlich sagen, langfristig Aktienmärkte haben im Schnitt immer eine Rendite von 10%. Aber was wir jetzt insbesondere in den letzten Jahren gesehen haben, ist ja doch ein fulminanter Anstieg, den ihr auch gut genutzt habt. Und in den gerade letzten Tagen, ich denke nochmal an den Freitag, das war ein magischer Moment. Wir haben gerade mehrere Faktoren, politische Unsicherheiten, eventuell Kriegsgefahr. Wir haben das Inflationsszenario, du hast es gerade angesprochen, was natürlich Sorgen macht. Wir haben die Pandemie. Wir haben wirklich viel, wo die Frage ist, wie geht es weiter? Und am Freitag bzw. Montag dieser Woche hat sich das ja dann auch deutlich in den Märkten entladen. War es das jetzt? Ich frage jetzt mal direkt, weil man hat ja gesehen, wie sensibel der Markt auch ist. Oder war das einfach wirklich zu viel? Also 5 schwierige Themenkomplexe quasi alle zeitgleich auf einmal. Ja, das ist tatsächlich sehr kompliziert und die Situation wird auch immer komplexer. Das Thema Inflation ist jetzt dazugekommen in den letzten Monaten, triggert üblicherweise eine Zinserhöhung. Und wir haben natürlich diesen großen Rückenwind für Aktien, strukturell, langfristig. Es gibt nicht so viele Alternativen. Wenn ein weiterer Faktor, der für Zinserhöhungen spricht, dazukommt, dann wird es tatsächlich kompliziert. Wir denken, dass, und wenn wir mal einfach mal historisch gucken, Zinswenden in der Notenbankpolitik triggern irgendwann mal einen gewissen Dip in Aktien, also dass Aktien mal einige Prozente runtergehen können. Deswegen erwarten wir auch diese Entwicklung möglicherweise bis zum März. Im März wird es ja wahrscheinlich diese erste Erhöhung geben, aber dann steht im Grunde der Weg frei und das sieht man auch historisch, wieder mehr Risiken auf der Aktienseite zu nehmen. Also wir sind da optimistisch, auch wenn natürlich die Situation volatil bleibt und man im Grunde auch selektiv vorgehen muss natürlich. Also gerade jetzt, ich weiß noch, Montagmorgen hatten wir natürlich eine Diskussion dazu und eigentlich mittlerweile täglich in dieser Woche. Ihr habt die Aktienquote aktuell bei 50% bei einem 100% Investment, also defensiv gefahren, oben verkauft, bisschen Risiko abgebaut. Ist das dann jetzt schon wieder ein Punkt zu investieren? Also wir sehen immer wieder diese Hüpfer nach oben. Ja, ja. Das ist eine typische Entwicklung. Wenn man einfach mal ein bisschen in die Historie schaut, dann ist da noch Potenzial nach unten tatsächlich. Deswegen sind wir auch bewusst auf dieser niedrigen Quote und beobachten den Markt und würden dann, wenn wir den nächsten Dip nach unten gesehen haben, auch wieder mehr Risiken eingehen. Spannend. Ja, unser Charttechniker Martin Utschneider ist ja Deutschlands führender Technikanalyst. Der hatte gesagt, bei 14.820, glaube ich, lag die entsprechende Chart-Unterstützungslinie. Wir haben die 200-Tage-Linie, so nennt man den Durchschnitt der Aktienkurse über 200 Tage, haben wir jetzt durchbrochen, nach unten eigentlich ein Verkaufssignal. Das ist jetzt quasi auch dein Hinweis gewesen, noch ein bisschen vorsichtig zu sein. Müsste jetzt eine
entsprechende Erholung geben. Jetzt gerade, wir hatten ja heute einen sehr freundlichen Tag, jetzt gerade geht es in den USA auch schon wieder runter, Tesla minus 8%. Also da ist in den nächsten Wochen noch Bewegung, das habe ich jetzt auch deinen Ausführungen entnommen. Wir haben ja letztes Jahr hier einen großen Star auch gehabt, nämlich Jan Beckers mit seinem Internet Leaders Fund. Der hat seit Gründung in den 4 Jahren weit über 400% Performance geschafft. Auch er ist eine Korrekturphase eingegangen. Wir hatten ja mit ihm auch intensive Diskussionen in den letzten Tagen. Die Tech-Märkte, ja, das ist eigentlich die Zukunft. Das war quasi im Prinzip die Branche, wo man sagen kann, da bildet sich ab, was übermorgen ist. Und der war sicherlich auch sehr, sehr stark gekommen. Wir haben ja auch in der Vermögensverwaltung dieses Produkt eingesetzt, um ihre Performance auch entsprechend gut abzubilden und Risiken breit zu streuen. Kriegen wir in diesen Märkten denn jetzt wieder weiter positiven Swing? Weil du hast angesprochen, die Blue Chips als wesentlich tragfähiges Modell. Wie ist das mit den Techs? Also Gesundheits-Apps und Biotech hängt ja auch irgendwie mit dran. Die ganze Digitalisierung von Daten, Informationen, der Carsten Mumm hat es angesprochen. Wie ist das? Das ist die große Chance. Und man muss einfach sagen, wenn natürlich eine Zinswende da ist, da gibt es Überreaktionen. Und das haben wir jetzt gesehen. Vielleicht oftmals wird diese 2000er-Wende zitiert. Das ist heute eine andere Situation. Damals ging es um Firmen, die nichts verdient haben, die nicht wirklich ein Modell gehabt haben und die maßlos überbewertet haben. Wir haben natürlich auch Übertreibungen jetzt gesehen, aber das ist natürlich normal in der Disruptionsphase. Insofern glauben wir mittelfristig, dass da viele Chancen drinstecken und auch dieses Vehikel ist sicherlich ein sehr gerechtes Mittel, um da zu partizipieren. Man muss da dabei sein und als Beimischung muss man eben mit Volatilitäten rechnen, die erleben wir. Aber mittel- bis langfristig stimmt die Investment-Story und das ist das Entscheidende. Jetzt hatten wir ja im Kern des Vortrags das Thema Inflation. In der Arbeitsgruppe, die wir haben mit vielen ehemalig aktiven Politikern, da sei Per Steinbrück genannt oder Günther Oettinger oder Edmund Stoiber, da ist ja auch Herr Professor Sinn mit dabei und wir hatten eine intensive Diskussion, ob dieses Szenario, wo wir heute sind, mit dem Anfang des letzten Jahrhunderts zu vergleichen ist, was ja am Ende auch schwierige Entwicklungen mit sich gebracht hat. Ja, wie stuft ihr das ein? Hat es das schon mal so gegeben oder ist doch grundsätzlich alles schon so anders, dass man es nicht vergleichen kann? Das Thema ist Hyperinflation. Hyperinflation, ja. Großes Thema. Da muss man sagen, das steht jetzt nicht im Raum tatsächlich. Das kommt in den Räumen vor, wo man in einer Währung verschuldet ist, die man nicht kontrollieren kann. Und das haben wir im Euroraum ja nicht. Also Beispiele sind Argentinien, Simbabwe, die Türkei oder auch die Weimarer Republik, die sehr stark in Gold verschuldet war. Das sehen wir nicht. Und was wir aber sehen, ist natürlich, der Druck wird weggenommen mit dieser Financial Repression. Also dieser Druck von der Zinsseite und jetzt mittlerweile auch von der Preisseite, sodass man möglicherweise mittelfristig dieses Bedürfnis des Staates nach Schuldenrefinanzierung auch bedienen kann. Die Hyperinflation sehen wir aktuell nicht. Gott sei Dank. Das würde ich auch gerade sagen, beruhigt mich auch. Wir hatten letzte Woche zum ersten Mal wieder die 10-jährige Bundesanleihe über Null. Eigentlich kann man sich es gar nicht vorstellen. Als ich sozialisiert wurde im Kapitalmarkt Anfang der 90er Jahre, da standen die Zinsen noch teilweise weit über 6%. Eine vollkommen unvorstellbare Situation. Der Anstieg der Zinsen über die Kurve wird ja auch dann auf den sogenannten Zinsmarkt, viele sagen auch Rentenmarkt, wird natürlich durchschlagen. Erfahrungsgemäß, wenn die Zinsen steigen, fallen die Kurse von den festverzinslichen Wertpapieren. Wie steuert ihr eigentlich euren so erfolgreichen Zinsfonds, dass dieses Thema nicht durchschlägt in den Fonds? Also was macht ihr dagegen? Das würde mich doch mal interessieren. Machen wir mal so einen kleinen Insight. Ja. Was ist das? Es ist dieses bekannte Wort von aktivem Management. Also ich kann mich erinnern, vor einem Jahr zu gleicher Zeit vor dieser Inflation gewarnt. Ja, aus Corona heraus, aber auch aus politischen Gründen. So, sag mal, unerwünscht ist das ja nicht wirklich. Das muss man im Grunde auch so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand sagen. Und das Thema, was wir natürlich massiv gemacht haben, in inflationsgeschützte Anleihen zu investieren. Das bedeutet auch,
Anleihen sind eher nicht so günstig in negativen Zinsmärkten, aber es gibt immer wieder Möglichkeiten. Also das war ein großer Heilsbringer, aber auch eine Diversifikation raus in die Welt hinein. Ich meine, wenn die eine Währung leidet, dann gewinnt oftmals eine andere. Und das sind eben diese Verbindungen im Kapitalmarkt, und die muss man nutzen. Ja, wir haben das Thema der Reflation, haben wir sehr stark gespielt, über Währungen, die im Rohstoffbereich sehr aktiv sind oder davon profitieren. Und das waren schon mal zwei große Bringer. Wir haben eine sehr niedrige Zinssensitivität gehabt, die man im Grunde auch in unserem Vehikel sehr effizient mit Derivaten steuern kann, sodass im Grunde am Ende des Tages eine Rendite rauskam, die, sagen wir mal, in alten Zeiten einiges über der Inflation war für letztes Jahr. Und was ja nicht so einfach ist und auch, glaube ich, nicht so unattraktiv ist. Jetzt haben wir ja generell das Thema der Euro. Wie reagiert die EZB? Die ist mittlerweile sehr politisch, so ist ja unsere Einschätzung auch dazu. Jetzt haben auf der anderen Seite die Amerikaner eben ein riesengroßer Kapitalmarkt und natürlich auch noch im Osten bis China große Player natürlich. Wie ist denn die Attraktivität? Also wir machen uns ein bisschen Sorge, ob nicht durch Corona ausgelöst und die ganzen Stützungsmaßnahmen, vorher auch die Finanzmarktkrise, die es gegeben hat, dass vielleicht auch die Staatsverschuldung zu expansiv gewesen ist, dass wir in den Haushalten, das kam in deinem Vortrag ja auch raus, vielleicht auch zu leichtfertig mit Schulden umgegangen sind und die eben zitierten 750 Milliarden, die Politik sich da quasi zusätzlich über die Eurobonds dann auch gegönnt hat. Wie ist denn Europa da einzustufen? Ist Amerika der attraktivere Markt oder wo muss man gucken? Die Amerikaner haben einen großen Vorteil, den Dollar gibt schon sehr lange, den Euro eben nicht so lange. Und im Grunde hat sich auch rumgesprochen, dass der Euro tatsächlich ein paar, sagen wir mal, Konstruktionsfehler hat. Die lassen sich eben nicht rausdiskutieren. Das kennt der Markt und das ist der größte Nachteil. Und wenn wir jetzt mal gucken, 27 Staaten, ich will nicht sagen 27 Meinungen, aber es geht in die Richtung. Das Thema, was Carsten gesagt hat, Atompolitik. Der eine macht das, hört damit auf, der andere expandiert. Das sind so die Unwägbarkeiten in der Eurozone. Das sind die Amerikaner natürlich geschlossener. Sie sind eine echte Reservewährung, sind auch in ihrem Handeln tatsächlich sehr schnell. Sie waren damals mit QE sehr, sehr schnell, sind jetzt auch dabei, wieder abzubremsen, um dann wieder, ich wollte sagen, schießbereit, aber handlungsbereit zu sein, wenn es wieder in die andere Richtung geht. Das macht den US-Dollar sehr, also in der Tendenz attraktiv. Die Schuldenquoten sind ja nicht weit niedriger als in der Eurozone in Amerika. Aber sie haben natürlich ein anderes Management. Und das macht das Land eben zur Reservewährung. Vielleicht generell, Zinserhöhungen stehen auf dem Plan. Auch da, aktives Management bedeutet auch, dass man natürlich variiert. Und historisch ist es tatsächlich so, irgendwann mal nach der ersten, zweiten Zinserhöhung macht es auch wieder Sinn, mehr Zinsrisiken zu nehmen. Also das sind so die Spezialitäten des Managements. Die sind vielleicht für den Außenstehenden nicht so erkennbar, aber es wird auch wieder Möglichkeiten geben. In harte Duration nennt man also harte Währungen, harte Zinsen wie Euro, US-Dollar zu investieren. Mhm. Also es ist keine Einbahnstraße. Nicht vorstellen bitte, dass wir jetzt die nächsten 10 Jahre einen Weg nach oben in den Zinsen nur haben. Das heißt aber auch in der Zinsbindung, ich sage nicht Laufzeit ist was anderes, in der Zinsbindung in eurem Portfolio fahrt ihr eher ein bisschen nach vorne kürzer, damit das Zinsrisiko nicht zu stark in dem Portfolio wirkt. Richtig. Also wir hedgen das ist das Fachwort natürlich, die Zinsrisiken weg, sodass wir ganz wenig Zinsänderungsrisiken haben und profitieren von anderen Dingen. Ich habe ein paar genannt. Ja. Währungen, Währungsspiele, auch in der Kurvenpositionierung. Man sieht zum Beispiel, die Kurve wird flacher. Das bedeutet, die kurzen Zinsen steigen. Ja. Die langen nicht so sehr oder bleiben gleich oder fallen sogar. Das sind so Mechaniken, die eben der Zinsmarkt beinhaltet. Und unsere Aufgabe ist es eben, davon zu profitieren und entsprechend auch aufgestellt zu sein. Ja, das ist eine alte Grundregel, die habe ich schon irgendwie in den 80ern gehabt. Wenn die Zinsen drehen, geht vorne die Zinskurve hoch und den Effekt, den können wir jetzt quasi trotzdem wieder beobachten. Das ist eine ganz andere Situation. Das ist der Effekt und man kann zum Beispiel jetzt ganz aktuell sehen, der Zinsabstand zwischen 5 Jahre und 30 Jahre amerikanische Staatsanleihen ist niedriger als in der Corona-Anfangszeit. Das bedeutet, der Markt
preist wieder Zinssenkungen in der Zukunft ein. Ja, und das ist eben das, was man beobachten muss. Es ist keine Einbahnstraße. Ne? Ja, das sehen die Amerikaner auch wieder ein bisschen anders wie hier in Europa. Jetzt haben wir in Deutschland noch ein spezielles Problem, weil als stärkstes Land in der Union haben wir natürlich Situation gehabt, dass viele Dinge in den anderen europäischen Ländern auch gemacht wurden mit einer gewissen Verpflichtung auch auf Deutschland. Ja. Macht dir das Sorgen, dass diese ungeklärte Frage der Gemeinschaft, die diese riesige Gemeinschaft trägt, dass das auch gerade für Deutschland schwierig werden kann? Ja, also ich wollte ja auch in meinem Beitrag nicht zu negativ sein. Aber was ganz klar ist, und ich glaube, das muss einfach der Anleger berücksichtigen, ist, diese Situation, wie wir sie haben, die kann nicht für alle Ewigkeit so gehen. Also es gibt den Fall, die Alternative, dass im Grunde die Reichen wie die Armen einstehen, ne, relativ gesehen. Und danach sieht es ein bisschen aus. Und dann haben wir diese bekannte oder, ich will nicht sagen, gefürchtete, viel diskutierte Vergemeinschaftlichung von Schulden, von Haushalten. Es geht ein Stück weit in die Richtung, das war im Grunde vor der Corona, war das ein No-Go für die Bundesregierung. Da ging es aber ganz schnell. Und die Sorge ist eben, dass da Dinge gemacht werden, die vielleicht auch für die Gemeinschaft, aber auch für Deutschland nicht optimal sind. Wir werden sehen. Also irgendwas wird passieren müssen. Es geht aktuell in die Richtung, dass der eine für den anderen dasteht. Und auch das hat natürlich Implikationen, auch im Investmentbereich. Und Frau Lagarde ist sicherlich eine politische EZB-Präsidentin, ja, dass man also auch sagen kann, ja, die von gerade traditionell von der Deutschen Bundesbank gelebte Unabhängigkeit zur Politik, die ist so nicht mehr gegeben. Also sprich, die nutzt vielleicht auch ihre Machtfülle, wenn ich das richtig gehört und gelesen habe. Das heißt, gibt keinen einfachen Weg. Die Staats- und Regierungschefs genießen die billige Finanzierung, möchten das Problem auch nicht lösen müssen, damit sie wiedergewählt werden. Und die EZB-Präsidentin nutzt diese ihr zugewiesene Macht. Also quasi keine Lösung in Sicht. Alle steuern vorsichtig nach vorne. Also im Grunde hast du es gesagt, sie ist Politikerin. Und das macht die Sache ein Stück weit schwierig. Ne? Und wir haben das erlebt. Das war nicht immer optimal in ihrer Kommunikation und vielleicht ist das auch nicht ganz optimal, jemanden komplett fachfremd ist sie natürlich nicht, aber sie ist Politikerin. Mhm. Und Politik bedeutet immer ein Stück weit vielleicht auch Ungenauigkeit, vielleicht ein gewisser Populismus, vielleicht ein Abwiegeln, Relativieren etc. Und das ist, glaube ich, nicht optimal. Aber sie ist da. Und sie ist immer noch da und wird dann sie noch hat ihre Aufgabe bleiben. Ja. Also vielen Dank, lieber Sattetin.